Liebe Kinder, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserem Ostergottesdienst. Frohe Ostern wünsche ich euch. Sagt mal, habt ihr den Donkey irgendwo gesehen? Ich habe ja meinen Freund, den Esel, der wollte eigentlich auch Ostern mitfeiern, der war ziemlich schlecht gelaunt. Wisst ihr was? Wir rufen ihn mal wie sonst auch immer. Wir rufen ihn ja immer in der Eselsprache, wenn ich bei euch im Kindergarten bin. Ich zähle bis drei, sage und ihr ruft dann ganz laut IA Donkey. Ihr macht das, da wo ihr gerade seid, am Computer oder auch am Handy, dann kommt er bestimmt. Also, eins, zwei, drei, IA Donkey. Oh, das war laut. Ich hab's gut gehört von euch und da ist er. Hab mal viele Eichhörner geklaut. Oh, Donkey, man kann dich ja gar nicht verstehen. Du hast deiner Rosine ein Ei mit Mohn gebaut? Ach, nimm das mal raus hier. Oh. Nein, ich habe meiner Cousine ihr Einhorn geklaut. Guck mal hier, ich kann es nämlich nicht mehr sehen. Ach, ich bin den ganzen Tag zu Hause und mit meiner Cousine spiele ich zwischendurch, aber sie will immer nur Einhorn spielen mit Glitzer und Chichi und ich kann es nicht mehr hören und sehen. Ich möchte wieder in die Schule. Ich möchte wieder mit meinen Freunden spielen. Und frohe Ostern, bah, das kannst du dir schenken. Frohe Ostern, ich habe so viel Langeweile und so viel Frust und das macht alles keinen Spaß. Und Ostern ist sowieso nur so ein altes Fest von der alten Höhle, die leer ist. Ich habe keine Lust. Oh, Donkey, du bist ja wirklich ziemlich schlecht gelaunt. Ich dachte, du wohnst zu Hause mit deiner Cousine, du kannst spielen und schulfrei ist doch ganz schön. Pah, oh weia. Kinder, geht's euch auch so schlecht in der Corona-Zeit, dass euch die Decke auf den Kopf fällt? Das ist ja wirklich blöd. Keine Schule, kein Kindergarten. Donkey, weißt du was? Ostern ist so ein schönes Fest. Und das ist ein Mutmachfest. Weißt du, und das mit der Höhle, das erkläre ich dir nochmal. Komm, schau mal zu. Ich glaube, wir müssen dem Donkey nochmal erzählen, wie das war an Ostern. Und dass das nicht so ein ganz frustiges Fest ist. Das wäre ja traurig, wenn der das, ja, sich so denken würde. Also Donkey, mit Ostern war das so. Jesus ist nach Jerusalem eingezogen. Er wollte mit seinen Freunden ein großes Fest feiern. Und dann ist er tatsächlich in Jerusalem eingezogen. Die Leute haben sich gefreut. Sie haben ihn mit Palmwedeln begrüßt, haben gerufen, Hosianna, schön, dass du da bist. Und alles fing so gut an in Jerusalem. Aber dann hat sich alles verändert. Die Mächtigen haben sich zusammengetan. Sie haben gesagt, dieser Jesus, der muss weg. Ein für alle Mal. Die wollten nicht mehr hören, was er von Gott erzählt hat. Sie haben nicht verstanden und wollten auch nicht glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und sie hatten Angst, dass er immer mächtiger wird. Also haben sich alle zusammengetan. Sie haben gesagt, Jesus muss weg. Selbst einer seiner Freunde ist zu ihm gekommen und hat ihn verraten. Dann kamen die Soldaten und haben Jesus abgeführt. Besonders schlimm war, alle seine Freunde sind weggelaufen. Jesus war ganz alleine. Selbst sein bester Freund Petrus hat gesagt, Jesus, den kenne ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Stellt euch mal vor, alle eure Freunde sagen, wir kennen dich gar nicht. Jesus war ganz alleine. Er wurde zu Pilatus geführt, den Machthaber damals. Er ist am Kreuz gestorben. Und dann kommt tatsächlich diese Geschichte mit der Höhle. Da hatte der Donkey ganz recht. Jesus wurde in die Höhle gelegt, in eine Grabhöhle. Und das war der aller traurigste Moment für die Freunde von Jesus. Auf einmal war alles vorbei. Wirklich alles. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Das, was Jesus von Gott erzählt hat, war das überhaupt noch richtig? Dass Jesus sogar mit den Schwächsten gelebt hat, dass er zu ihnen gekommen ist, dass er ihnen Gutes getan hat. Was zählte das jetzt noch? Und auch die Hoffnung, die er seinen Freunden ins Herz gegeben hat,
alles weg. Das war der traurigste Moment. Doch dann kam der Ostersonntag. Und drei Frauen sind zu dieser Höhle gegangen. Dort war ein Engel. Und der Engel hat gesagt: Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus? Der ist hier nicht. Die Höhle, sie ist tatsächlich leer. Denn ein Stein war weggerollt. Und die Frauen haben gesehen, tatsächlich, Jesus ist nicht da. Und sie wussten, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und sie haben ihn später wirklich getroffen. Seine Freunde haben ihn gesehen. Und sie haben gespürt, dass mit Jesus das geht weiter. Und von nun an hatten sie so viel Mut, dass sie gespürt haben, es kann kommen, was will. Wir lassen uns nicht mehr entmutigen, denn Jesus hat den Tod besiegt. Und das möchte ich euch sagen, das möchte ich auch dem Donkey sagen. Ostern ist ein Mutmacherfest. Das Schlimmste, was passieren kann, das kann Gott in etwas Gutes verändern. Jesus hat sogar den Tod hinter sich gelassen. Das war eine richtig gute Osterbotschaft, die der Engel da den Frauen letztendlich auch uns gegeben hat. Ich wünsche euch, dass ihr euch das merkt und ganz tief in euer Herzen mit hineinnimmt. Gott hat Jesus auferweckt und er kann das Schlimmste wieder gut machen. Das gilt für uns Großen, das gilt für euch Kleinen und okay, das gilt auch für die Esel unter uns. Frohe Ostern. Amen. Wir wollen ein Loblied singen. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, da haben die Leute gerufen: Hosianna, wir loben ihn, den großen König. Und wir wollen auch noch mal für Jesus singen: Hosianna, wir loben dich, du bist auferstanden. Ihr könnt zu Hause ein paar Bewegungen mitmachen. Sie sind ganz einfach. Ihr ruft bei Hosianna, schwenkt ihr so mit euren Armen: Hosianna, der König kommt. Halleluja, da macht ihr eine kleine Laola. Halleluja, der Gottessohn. Das probieren wir gemeinsam. Wir loben Jesus dafür, dass er den Tod besiegt hat. Hosianna, der König kommt. Halleluja, der Gottessohn. Hosianna, der König kommt. Halleluja, der Gottessohn. Er kommt zu uns, er kommt zu uns, will bei uns sein, will bei uns sein. Für seine Menschen steht er ein, steht er ein. Hosianna, der König kommt, Halleluja, der Gottessohn. Hosianna, der König kommt, Halleluja, der Gottessohn. Er kommt zu uns, er kommt zu uns, will bei uns sein, will bei uns sein. Für seine Menschen steht er ein, steht er ein. Hosianna, der König kommt. Halleluja, der Gottessohn. Hosianna, der König kommt. Halleluja, der Gottessohn. Ihr Lieben, der Osterengel hat die frohe Botschaft gebracht. Es war eine richtige Mutmacherbotschaft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch gerade hier in Halle ganz viele von diesen Osterbotschaften, von den Mutmachern brauchen. Ich habe eine Idee und dafür brauche ich euch Kinder. Ich würde gerne eine Himmelsleiter mit ganz vielen Engeln vom Fußboden vor der Kirche bis zum Turm aufhängen. Und da kommt ihr ins Spiel. Bitte bastelt doch einen Osterengel, so 20, 30 Zentimeter groß. Ihr bringt ihn hier in die Kirche. Ihr könnt hier unter dem Video schauen, wann die Kirche geöffnet ist. Und dann schauen wir mal, wie viele frohe Osterengel wir zusammenkriegen. Wer weiß, 100 Engel für Halle, das wäre doch super. Dankeschön.